geschafft. Ja, sehr gut. Ich komme zur Tür. Da sind wir. Wir müssen noch mal zurück zur letzten Tür, oder? Das kommt mir bekannt vor. Wir sind wieder in dem Spiralbereich der Mine. Verdammt! Habt ihr das gehört? Wir sind wohl nicht allein. Ohrenspitzen. Augen auf. Das kam von hier drüben. Hier führt ein Weg hinaus. Atreus, verärgern dich meine Worte. Schon gut, ich versteh's. Aber, wartet mal. Ist das da vorne Licht? Hey, das könnte es sein. Ein Türriegel, da muss etwas eingesperrt sein. So versperrt man keine Tür, hinter der man Bettwäsche lagert. Ich sehe, was zu tun ist. Atreus. Deine Pfeile. Ich bin bereit. Gauber. Was ihr abgerast! Linke Seite, Bruder! Fernhalten. Hier muss es sein. Dann mal weiter. Ah!
Tier! Was für eine List ist das, Odin? Welches Spiel spielst du jetzt mit mir? Odin schickt uns nicht. Wir sind die Guten. Das ist der Kriegsgott. Diese Klingen. Ich kenne dich. Göttermörder. Und jetzt willst du mich töten? Nein, dich befreien. Bleib bloß weg! Bruder, lass mich mal! Tyr, Tyr! Schau, du kennst mich, nicht wahr? Ihr habt Mimir ermordet! Nein, 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 nein! Ja, wir haben ihn zurückgebracht. Ihr bleibt weg von mir, ihr Monster! Halt! Wir brauchen ihn! Warte! Links von dir! Atreus! Hier lang! Halt ihn auf! Gleich wird es ziemlich holprig für mich, nicht wahr? Noch eine Inheria! Vorsicht, links! Das ist der Letzte. Suchen wir deinen Sohn. Hier, alles gut. Alles wird wieder gut. Lass mich einfach in Ruhe. Tyr, hör zu, ich schwöre, wir wollen dir nichts tun. Wir wollen dich nur befreien. Geht weg von mir, bitte. Dich in Sicherheit bringen, weg von Odin. Zeigt Gnade. Das ist mein Vater. Wir helfen anderen. Ich gehöre nicht hierher, bitte. Es wird schlimm, wenn er zu uns ist. Bist du kein Soldat? Bist du kein Anführer? Reiß dich zusammen! Mein Sohn hat uns hierher gebracht. Wegen dir!
Sinan! Du? Wieso? Du kennst mich nicht. Ich kenne deine Taten. Du halfst den Riesen. Wir revanchieren uns. Wir? Wir gehen jetzt. Kommst du nun mit uns? Hier. Die Statue im See hat einen Speer. Du brauchst sicher eine Waffe. An der Stadt? Nein. Das ist sehr nett, aber nein. Danke, nein. Aber... Na gut. Ich lief weg, denn ich weiß nicht immer, was real ist. Manchmal ist da ein... Das ist doch keine Schande, Bruder. Es ist eine wirklich seltsame Zeit. Ihr hört ihn auch reden? Wir müssen heimkehren. Hört ihr das? Ein Wind. Er kommt von hier drüben. Vielleicht ist da ein Ausgang. Mit welchen Namen soll ich euch anrufen? Ich bin Atreus. Mimir kennst du ja schon. Und das ist mein Vater, Kratos. Wie kommt es, dass ein Spartaner Sohn für die Jötnar spricht? Meine Mutter war die letzte Riesin Midgards. Laufey? Laufey. Ich erinnere mich. Auch sie wollte anderen helfen. Jetzt ist sie im Licht von Alfey. Stärker, wenn er nicht gerade sitzt. Bitte, lasst mich das tun. Das ist doch das Mindeste. Oh. Wieso erzürnt ihr Odin, um mich zu befreien? Tja, Ragnarök naht. Das wusstest du hoffentlich. Wir dachten, du willst helfen. Er befreit mich, um einen Krieg zu beginnen? Nein! Also, Tyr. Schön, dass wir uns wiedersehen. Mimir, was ist dir passiert? Ja, ich hab's dir gleich getan. Verrat, ewige Gefangenschaft, abscheuliche Folter durch die Hand des Allvaters. So etwas hattest du nicht verdient. Du etwa? Allerdings hatte ich eine etwas bessere Aussicht als du. Wir fanden ihn auf einem Berggipfel, umschlungen von Baumwurzeln. Um ihn zu befreien, mussten wir, tja, das... Höchst erfreulich. Für alle Beteiligten. Alles gut? Das Licht, es ist so lange her. Da vorne ist ein Felsen. Der Schatten wird deinen Augen guttun. Komm. Du sagtest Ragnarök naht. Das heißt, Baldur ist tot. Odin schickte ihn auf die Jagd nach einem Riesen in Midgard. Dann traf er auf Kratos. Jedenfalls versprach ich, die beiden zum höchsten Berg der Welten zu bringen, wenn sie mir den Kopf abhacken und Freya überreden, ihn zurückzubringen. Mir. Erzähl von Baldur. Dazu komme ich ja gleich. Vorsicht! Freya, nein, nein, ist schon gut. Ich mach das. Sauber!
dich! Der Grimm hockt da oben! Hol ihn runter! Weg, bevor noch mehr angreifen. Du hättest den Speer nehmen sollen, um dich zu schützen. Nein. Ich habe der Gewalt abgeschworen. Aber du bist der Gott des Krieges. Das bin ich seit langer Zeit nicht mehr. Wenn Odin Ragnarök beginnt, du würdest wirklich nicht kämpfen? Nicht einmal, wenn ich wollte. Bevor wir weiterziehen. Die Wahrheit. Was genau wollt ihr von mir? Ihr sprecht von Ragnarök. Ist es ein Kriegsgott, den ihr zu finden hofft? Braucht ihr diesen Tier? Atreus. Ich... Verzeiht mir. Ich bin dankbar für meine Freiheit. Aber wenn ich mit euch in den Krieg ziehen soll, oder schlimmer, euch anführen, dann tötet mich. Ich kann nicht kämpfen. Es geht nicht mehr. Niemand tötet dich, Bruder. Lieber das, als Ragnarök zu erleben. Wir suchen keinen Krieg. Wir wollen nur antworten. Ich weiß nicht, wie ich euch helfen kann. Das macht nichts. Die Riesen vertrauten dir. Diesen Tier brauchen wir. Wir brauchen dich. Na gut. Ich brauche nur ein bisschen Schlaf und eine Mahlzeit. Ihr habt die Wachen getötet, die mein Essen bringen. Wie wär's? Möchtest du jetzt vielleicht weiter erzählen? Die Söhne Thors griffen uns an. Wir töteten sie. Baldur wollte Freya töten. Ich brachte ihn um. Du hast ausgelassen, wie wir die Walküren bekämpft und befreit haben. Und dass alle Riesen fort sind. Und dass sie mich Loki nannten und die Schreine und... Riesen sind fort? Als wir nach Jötunheim kamen, waren sie alle... tot. Tot? Glaubt ihr das, Odin? Wissen wir nicht. Ich glaube, wir sollten hier lieber schleunigst verschwinden. Wow, was ist das? Verstärkung aus Asgard. Die Einherjar werden mein Verschwinden gründlich untersuchen wollen. Reisen sie durch den Himmel zwischen den Welten? Odin hat Tricks auf Lager, an die wir nicht mal zu denken waren. Sie landen auch in Nidavellir. Was ist mit den Zwergen? Für solche Bedenken ist es zu spät. Wir müssen gehen. Jetzt. Vorsicht! Yggdrasil. Es ist so lange her. Seine Schönheit vergessen. Tyr, auf deinen Reisen haben die Riesen je von Loki geredet? Tut mir leid, der Name kommt mir nicht bekannt vor. Die Riesen sind Waren, ein sehr verschlossenes Volk.
Ergibt Sinn. Wenn ich ausgeruht habe. Hey, Tyr. Hier haben wir deinen Eintrachtstein benutzt, um den Jötunheimturm zu finden. Oh, ja. Das reicht. Ich erinnere mich. Ein Baumhaus. Oh, Tyr. Du bist am Leben. Ach ja? Ist das so? Er ist nur müde. Ich habe ihm Essen und etwas Ruhe versprochen. Natürlich hast du das. Na, mal sehen, was sich machen lässt. Bitte, tritt nur ein. Wir sind gleich da. Ich glaub's ja nicht. Also, können wir besprechen, was wir jetzt machen? Es gibt viel zu bedenken. Wir sprechen morgen früh. Oh, also gut. Morgen früh. Halt still! Halt still! Ja! Schon viel besser. Danke. Siehst du? Schlaf gut, Tyr. Ich lege mich auch hin. Morgen steht viel an. Also, Tyr, dir wurde wohl einiges versprochen. Dann wollen wir dich mal unterbringen, ja? Komm einfach mit. Hey, schaut euch mal an, was ich für euch habe. Ich gehe davon aus, dass das niemanden stören wird. Ich kümmere mich um ein Quartier. Es könnte etwas dauern, bis ich ein so großes Bett gebaut habe. Bitte, mach dir meinetwegen keine Umstände. Unangenehm. Habt ihr eine Besenkammer? Ja, aber da sind meine Besen drin. Mehr brauche ich nicht. Das ist also von Tyr übrig, hm? Da, wo ich herkomme, würde man sagen, er hat einiges durchgemacht. Hm. Haben wir alle. Du bist ja richtig philosophisch. Reicht aus. Ich? Mit einer Prise Salz? Tja, mal sehen, was ich finden kann. Ist das... Oh. Hm. Danke fürs Herbringen. Hier kommen die Einhörer ja wenigstens nicht dran. Damit bleiben alle deine Teile an den richtigen Stellen. Liegt gut an. Soll es was Besonderes sein? Woran denkst du, Bruder? Ich denke, ich will, dass alles wieder wird, wie es war. Tja, ich würde gerne auf Bäume klettern. Manches ist einfach vorbei. Ich wünschte, Atreus wäre nicht so rastlos. Ich will nur, dass er sicher ist. Ich weiß, Bruder. Doch ihn festzuhalten, bewahrt ihn nicht vor Gefahr. Der Junge ist entschlossen, eigene Fehler zu begehen.
Und ich fürchte, Tyr wird einer davon sein. Ich sah noch nie, dass jemand derart gebrochen war. Sein Schmerz ist frisch. Du erwartest zu viel. Ja, mag sein. Dumm, dass Freya dich immer noch töten will. Sie wäre als Verbündete gut. Das ist keine Option. Nein, ist es wohl nicht. Kannst du nicht schlafen? Schleich dich nicht so an mich heran. Ich muss in Midgard was tun. Was? Ohne mich? Ich dachte, wir sind Partner. Sind wir? Ich war nicht sicher, ob du mit willst. Ich besuche eine alte Freundin. Oh, verstehe. Oder möglicherweise auch nicht, wenn man bedenkt, dass sie entschlossen ist, dich umzubringen. Das würde sie nicht. Also, ich finde es toll, dass du nur das Beste in jedem siehst. Wirklich. Und ich will, dass du weiterhin so denkst. Aber dafür darf dich auch keiner umbringen. Wir brauchen sie. Das ist es wert. Ist es das? Wie wäre es mit einer Alternative? Etwas weniger Riskantes, das dir aber vielleicht Antworten liefert? Wovon redest du da? Ein alter Freund, den du schon länger nicht gesehen hast. Ein sehr riesiger Freund.